Ja, ein herzliches Willkommen zurück. Ich habe jetzt länger nicht aufgenommen, Minecraft. Ich habe relativ viel Battlefield gespielt. Und hier sehen wir unsere wunderschöne Freifläche, die wir uns erarbeitet haben. Und jetzt kriegt man ein Problem, von der ich, was heißt von der ich, wie soll ich jetzt weitersprechen? Ach ja, wir waren ja in der Höhle. Wir haben eine Diamantpferderüstung bekommen, da hinten. Und ja. Jetzt kriegen wir aber ein Problem, weil wir Folgendes haben. Ich bin wieder leicht verschnupft. Entschuldigt mal, seit langem habe ich mal wieder ein bisschen die Nase voll. Da näsle ich mal wieder ein bisschen. Bin sowieso gerade krankgeschrieben, bin also gerade zu Hause. Es ist Mittwoch bei mir heute. Am Aufnahmetag. Ja, der Plan. Schwierig. Also ich würde gerne, müsste jetzt erstmal Lager erweitern, da oben die Hütte leer räumen, die Hütte abreißen und hier unten was Neues bauen. So, dann bauen wir hier unten was Neues. Die Frage ist, inwiefern wird das aussehen? Und wohin stellen wir die? Hier vorne auf die Landzunge oder was? Ich finde es echt merkwürdig. Hier vorne wollten wir eigentlich auch was bauen. Einen Tunnel kann man da bauen. Stimmt, ich erinnere mich. Ist das hier Gravel? Nee, ist kein Gravel. Gravel. Ich würde sagen, wir bauen erst. Ach, wir haben zwei Truhen. Okay. Die Bau stellen wir erstmal hier hin. Wir müssen ja jetzt erstmal ein bisschen leer räumen hier. Was haben wir hier drinne? Okay, gemischt. Da machen wir hier auch mal gemischten Kram rein. Stöcker brauchen wir, den Sattel nicht. Wir müssen jetzt erstmal alles loswerden. Bruchstein, Kohle, Fackel. Wir bräuchten jetzt rein theoretisch Werkzeug. Genau, die Steinaxt zum Beispiel. Und jetzt holen wir uns da oben unsere Kiste. Ja, jetzt habe ich einmal mir die Mühe gemacht, einmal von links nach rechts zu skippen. Obwohl man es mit einem Tastendruck auch erledigt haben hätte können. Wir wollen ja als nächsten Schritt dieses Areal hier freilegen. Also quasi unsere ganze schöne Arbeit wieder wegmachen. So, jetzt haben wir hier eine Hälfte weggemacht. Die nehmen wir jetzt mit. So, wo ist die Truhe hier? Wir müssen erstmal alles hier freilegen. Und dann können wir das sortieren. Wir müssen ja erstmal uns ein schönes Haus bauen. Ich würde das am liebsten hier so hier hinten irgendwo an die Wand. Müssen wir mal gucken. Das legen wir jetzt einfach hier rein. Erstmal einfach nur vorübergehend. Die brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja. So, das sieht jetzt alles nicht schön aus. Das ist alles, wie gesagt, erstmal Work in Progress. WIP. Ja. Gerade bin ich krankgeschrieben. Bin zu Hause jetzt noch eine richtig lange Zeit. Ja, ich habe nämlich gestern eine kleine ambulante OP gehabt. Haben sie mir was entfernt aus dem Rückenbereich. Holzkohle. Mal das nehmen wir mit. Das nehmen wir alles mit hier. Die Fackeln auch gleich. Das Bett müssen wir am besten gleich aufstellen. So. Bett nehmen wir mit. Das Bett stellen wir uns gleich irgendwo auf, dass wir dann immer mal pennen können.
Gut, hätten wir das auch geschafft. Die Frage ist, wollen wir erst das Haus abbauen und dann schlafen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wollen wir erst das Haus aufbauen und so rum war es gemeint. Erst das Holz aufbauen und dann das neue Haus und dann den Berg abbauen oder andersrum. Jetzt habe ich schön rundrum geredet, vollkommen ohne Sinn und Verstand. Hier drüben haben wir Stöcke, wir müssen ja dann auch sortieren. Hier sind schöne Rosenbüsche. Und jetzt geht's unserem Haus an den Kragen. Da bauen wir uns erstmal einen schönen Aufgang. Ach ja, ganze Arbeit für umsonst. Wir haben nicht sehr lange drin gelebt. Ich meine, ich war eh nicht zufrieden damit. Muss man auch einfach mal sagen. So, schlagen wir einfach mal die Scheiben ein. Genau, da war noch Glas, da war noch Glas. Und jetzt bauen wir hier das Ding ab. Hat uns die ersten zwei, drei Folgen beschäftigt, glaube ich, das Haus. Aber es muss schon wieder weg. So einfach ist es. Es war nicht gerade eine Schönheit. Hässlich wie die Nacht, kann man auch sagen. Aber das nächste Haus wird schöner. Huiuiui. Es war eine interessante Konstruktion hier. Und wie es aussieht, brauche ich dann noch mal eine Axt. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben ja noch genug Kram da. Man hätte es auch schön abbrennen können. Aber das ist ja dann, das sind ja dann die ganzen Rohstoffe weg. Nicht sehr umweltfreundlich. Ja, ich habe mir auch ein Thema heute ausgedacht für heute. Und zwar, das ist so ein Herzthema für mich. Ein Thema, was nach wie vor mit meinen Mitte 20, mit meinem Alter von Mitte 20 immer noch sehr wichtig ist. Komischerweise, das hat nie aufgehört. Spielzeug. Heute geht's um Spielzeug. Ich sitze hier gerade in meinem Herrenzimmer. Ich meine, ich bin in einer Beziehung. Da muss man auch mal Kompromisse eingehen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich ziehe mit dir um. Gerne, mache ich. Wir ziehen zusammen. Allerdings möchte ich ein Herrenzimmer. Soll bedeuten, ich habe in unserer Wohnung ein eigenes Zimmer, wo ich mich zurückziehe, chillen kann, zocken kann, aufnehmen kann, Filme gucken und so weiter und so fort. Dafür ist das Zimmer gedacht. Das ist auch richtig nice. Ist halt schon ein derber Luxus, ein eigenes Zimmer zu haben. Und ja, finde ich gut. Bin ich Fan. Und ja, da habe ich halt auch so mein ganzes Gaming-Zeug, meine Instrumente. Ich bin ja auch Gitarrist. Und ja, meinen bequemen Gaming-Sessel. So, das war geratzt. Ich kann nur nachts schlafen. Okay, da kann ich in der Zeit noch hoffentlich noch was bauen. Ja, mir fehlen Steine. Das war mir klar. Zum Glück haben wir genug. Hätte ich noch Eisenerz. Okay, Bruchstein. Nehme ich mal der Hälfte. Da Hälfte. So, und jetzt können wir doch schlafen, oder? Ja. Und während ich hier so in meinem
Gaming-Zimmer sitze. In meinem Herrenzimmer, sage ich immer. Gentleman's Room. Was eigentlich ja nur eine Nerdhütte ist. Blicke ich hier auf verschiedenste Sachen. Amiibos. Zum Beispiel. Oder Brettspiele. Brettspielebereich. Rollenspiel, Brettspiel, Zombieside. Verschiedenste Brettspiele. Ja. Mag ich auch immer noch sehr gern Brettspiele. Hab nur Spiel nur leider zu selten. Sehe meine ganzen Verpackungen von meinen Konsolen. Dann. Ja. Rollenspiele. Rollenspielbücher. Bücher im Allgemeinen. Mangas auch. Und was in meinem Zimmer sehr ins Auge springt. Eine riesen Packung des Lego Ghostbuster Hauses. Ein wunderschönes Modell. Ich bin riesiger Lego-Fan. Immer noch. Habe auch relativ viel, muss ich sagen. Diese ganzen modularen Gebäude. Passt auch gerade sehr gut zu Minecraft Lego. Lego ist nach wie vor eines der geilsten Spielzeuge, die es gibt. Ich schaue auf meinen Ordner mit Pokémon-Karten, den ich nach wie vor besitze. Ich schaue auf. Man könnte denken, hier wohnt ein Kind manchmal. So. Ich schaue auf meine Assassin's Creed Unity. Nee. Assassin's Creed Unity? War das der? Doch. Ich komme immer mit Unity und Liberation durcheinander. Liberation, gab's das überhaupt? Jetzt muss ich mal schnell gucken. Syndicate. Ja, Unity war der in Frankreich. Genau. Der Teil, der nicht ganz so schön war, aber auch, den ich auch gerne gespielt habe, noch lieber als Black Flag. Viele schwören ja auf Black Flag. Ich mag ihn leider nicht. Nicht so. Blödes Bootsgefahr. Ist nicht so mein Ding. Ich mag zwar Piraten-Settings sehr, aber ich schweife jetzt wieder zu Assassin's Creed ab. Entschuldigung. Ja. Während wir gerade hier unser hart erbautes Häusle abreißen. Da unten ist Birkenholz. Das habe ich schon gar nicht mehr wahrgenommen. Der Boden ist aus Birkenholz. So. Und ja. Special Editions stehen hier rum. Manga. Die komplette Naruto-Manga-Reihe steht hier. Weil es einfach schneller geht, einen Manga zu lesen, als 20 Serien zu gucken. Wo aus einem Manga-Heft, Buch, Büchlein 20 Folgen gemacht werden. Und ein bisschen One Piece. Kurosagi Corps Delivery Shop. Jetzt habe ich mir noch zwei Pokémon-Mangas gekauft. Einfach mal so reingucken. Also es ist schon ein leichtes Nerdzimmer. An dem Videospiel, Unterhaltung und sonstiges noch großgeschrieben wird. So. Und ja, haben wir hier alles abgenommen? Ja.